Jo, liebe Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist wieder Siguro und wir sind wieder auf Sky Island. Und wie man sieht, hat sich hier im Off ein bisschen was getan. Ich habe noch mal ein paar Bäume gepflanzt. Hier drüben hatte ich mich schon hingebaut. Hier habe ich mich noch hingebaut, weil ich nämlich mal eben kurz ein bisschen Baumehl holen wollte. Ich habe nämlich gesehen, dass wir für diesen Seed Analyzer hier brauchen wir gefärbtes Glas. Also normales Glas reicht da leider nicht. Das können wir also wieder rausnehmen. Also gut, dass wir die Barrels mit Wasser hier haben. Denn jetzt können wir nämlich die zwei Sand, die wir noch übrig haben. Ach ja, und ich habe ein bisschen Stein noch klein gehämmert. War das nicht mit... Hallo? Wie konnte man denn nochmal Clay herstellen? Clay. Ein Wassereimer, eine Barrel. Und... Ach, Dust. Okay, warte mal, kann ich den Sand auch noch mal klein kloppen? Ich hoffe es. Müsste ja eigentlich, ne? Ja, okay. Oh, Glück gehabt. Okay, gut. So. Und da haben wir zweimal Clay. Die müssen wir jetzt noch verarbeiten. So. Wie kriege ich denn jetzt... Clay ist... Nee. Mana Infusion, Lexica Botanica, Segmel. Ach, ernsthaft. Ach, bin ich blöd. Die einfach klein hauen. So. Och man. Ja, gut. So, und jetzt können wir nämlich... Ich hatte doch Knochen. Genau, so. Bone Meal. Zwei Bone Meal und zwei Clay und da kriegen wir weißes Puder. Wunderbar. So, und mit diesem weißen Puder können wir das Glas, was ich nochmal zusätzlich gebrannt hatte. Okay. Wie war das jetzt? Ich will White Stained Clay haben. White Stained Glass haben. Kommt schon, Seed Analyzer. So, genau. Ach, dafür brauchen wir... drumrum. Ach, ja, okay, gut. Dann müssen wir nochmal eben welche klein kloppen. Aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. So. Jetzt haben wir nochmal zwei Sand. Die packen wir noch eben da rein. Ich hatte hier doch, genau, Charcoal hatte ich noch fertig gemacht, so. Ach ja, und in der Zwischenzeit ist hier ein bisschen was gewachsen. Es hat sich ein bisschen ausgebreitet und dieser Seed hier, der ist zwischenzeitlich auch schon mal gewachsen. Den hab ich... Wo hab ich den? Da ist er. Das ist dieser unidentifizierte... Seed. Den können wir dann auch gleich direkt identifizieren. So, Glas... Da, den da drum, ein Tank, nein, will die... Hallo? Wie ging denn das jetzt? Warte mal. Nein. Ich will... Ach, komm. Stained Glass Gray, Red, Brown, Orange, da. Weiß. Das sind die sechs und... Ach, das mache ich jetzt doch mit Glasscheiben, oder was? Jetzt auf einmal. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Hätte ich die ja gar nicht brennen brauchen. So. Gut. Und jetzt kommt der da rein. Hä? Stained Glass Pane White. Wieso funktioniert denn das nicht? Junglewood, Birchwood, Dark Oakwood, Akazia, Junglewood, Spruce, Dark Oak, Spruce, Oak.
und Slabs. Zwei Slabs. Wieso funktioniert denn das nicht? Verstehe ich nicht. Ach, das ist ein Holz und das... Ach, ein Steinslab. Oh, wie blöd. Ja, mein Gott, ey. Ne? So, und da haben wir den Seed Analyzer. Wunderbar. Packen wir einfach da drauf. So. Und jetzt den da rein. Und was haben wir jetzt? 1, 1, 1. Yay, nice, super. Das ist ja der Wahnsinn. So, Potato Seeds, kommt her. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine aktive... Machen wir mal aktives Züchten hier. So. Und zwar gehen wir jetzt dafür hier, glaube ich, mal hin. So. Jetzt brauche ich die Hoe. Ach. Alles mal eben weg hier. So. Schaufel, Hoe. So. Na, jetzt habe ich natürlich auch den Seed wieder weggepackt, ne? Potato Seeds. So, die Potato Seeds können wir auch mal identifizieren eben. So. So. Jetzt brauchen wir noch die Crop Sticks, haben wir jetzt auch weggetan, ne? Sticks, Sticks, Sticks. Da, Crop Sticks. So, 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 so. Der kommt dahin. 1, 1, 1, 1, war klar. So, der kommt dahin. Und wenn die ausgewachsen sind, dann wächst da ein neuer. Und Bone Meal. So, das müsste doch eigentlich damit gehen, oder? Major, Major, Major. So. So. Wenn wir den jetzt identifizieren, dann haben wir ein 1, 2, 1. Wunderbar. Dann packen wir... So, nee, Blödsinn. Welcher ist jetzt der? 1, 2, 1. Der ist das. So, den da rein. So, jetzt haben wir zwar leider nicht mehr Bone Meal, aber wir haben zumindest jetzt herausgefunden, wie wir die züchten, wie wir die hochzüchten. Warte mal, ging das nicht mit, warte mal, wir haben doch hier so ein Clipper. So, wie bauen wir den? Zwei Sticks, eine Schere und ein Eisen. Eine Schere haben wir. Sticks haben wir. Und ein Eisen haben wir. So, da ein Eisen, da eine Schere und da zwei Sticks. Dafür muss die Schere natürlich ganz sein. Ah ja, klar. So ein Mist. Okay, gut. Weil damit können wir nämlich, glaube ich, die Dinger multiplizieren, wie auch immer. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, der hat schon abgegeben, dann kann ich den abbauen, den kann ich abbauen und den kann ich auch abbauen. So, dann hätten wir nämlich auch noch... Warte mal, die Schere kann eigentlich da rein, so. Brot! Yay, wir können Brot essen. Und ein Erfolg. Super. Ach ja, ich habe aus Lust und Laune hier einfach mal einen Silkworm reingeknallt. Warum? Was ist denn mit dem Feuerwerk los hier? So, warum auch nicht? Wenn es wieder regnet, kann sich hier wieder ein bisschen was ansammeln, oder? Nicht ganz. In der nicht, aber egal. So, zack, zack, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Karotten, die können wir eigentlich auch mal eben zu Seeds verarbeiten. So, pflanzen wir die noch da an. Und jetzt, ach ja, Hanf, wir haben endlich Hanf. Ach ja, genau, Strom wollten wir produzieren, ne, und das machen wir mit Immersive Engineering und da gibt es genau diese Windräder. Improved Windmill. Dafür brauchen wir Stahl, echt? Warte mal, nee, das muss doch auch da, normale Windmill. Mit Eisen und Windmill Blade und diese Treated Wood Blanks. Wie machen wir denn Treated Wood? Creosote Oil und
Theosit Oll machen wir mit einem Coke Oven. Wie basteln wir denn nochmal den Coke Oven? Coke. Coke Brick. Block of Coal Coke. Brauchen wir den Coke Brick, ne? Dafür brauchen wir. Oh Gott. Ganz viel Clay. Sand. Sandstein. Okay. Ja, gut, Sandstein. Und wie machen wir Bricks? Machen wir mit Clay. Okay, das heißt, wir brauchen jede Menge Barrels, die wir mit Wasser füllen. Und da dann Sand reinpacken. Gut. Das heißt, wir machen uns hier mal eine unendliche Wasserquelle. Und dann werde ich das wahrscheinlich offscreen mal machen und auch mal ausrechnen, wie viel ich da überhaupt brauche. Oh, das werden ja Unmengen sein. Ach Gottchen. So. Die mal eben. So. Ich brauche mal eben mein Wasser hier. Hä? Komm her. Kann gleich wieder da rein. Kein Problem. So. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ach nö. Ach Gott, jetzt hat sich da ein Wasser gekillt. Ja gut, dann müssen wir halt eben neues Wasser holen gehen. Ah, dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum. Hup. Ach Gott, ja. Ja, egal. So. Kann doch nicht sein, die haben doch keine unendliche Wasserquelle ausgeschaltet. Kann man das überhaupt ausschalten? Keine Ahnung. Ich denke nicht, das wird wahrscheinlich einfach nur ein dummer Zufall jetzt gewesen sein hier. So. Und hier hin. Ja, genau. Ich wollte doch sagen, das muss doch gehen. So. 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 Wunderbar. So. Dann. Stone Axt. So. Bauen wir mal eben die Barrels hier ab. Ich werde mehr brauchen. Gut, dass ich gerade eben Bäume gepflanzt habe. Wir werden Holz brauchen und dann machen wir uns ein paar Oak Barrels. Also ein paar Barrels. Die füllen wir dann schön mit Wasser auf. Oder vielleicht regnet es ja gleich auch nochmal. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, oh, müssen wir. Ich muss zusehen, dass ich einen Cobblestone-Generator kriege. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal eben, am besten solange es noch hell ist, auf die Suche nach der Lava gehen. Die müsste ja eigentlich noch da sein. Gut, das heißt, das zurück. Stone Pickaxe. Machen wir noch eine, am besten sicherheitshalber. Da ist der Clipper drin, den wir nachher basteln wollen. So. Wo ist den Eimer am besten auch direkt? So. Es ist wesentlich komfortabler, den Stein einfach so zu produzieren, wenn man einen Cobblestone-Generator hat. Ich meine nämlich, hier müsste eigentlich irgendwo Lava gewesen sein. Ich höre sie aber gerade gar nicht. Doch, ich höre sie. Ich sollte mir die Steine mal eben kurz. Was? Achso, das Pferd. Ich höre sie. Lava, wo bist du? Da. Ich wusste doch, hier ist irgendwo Lava. So. So, machen wir wieder zu. Dann können wir uns jetzt nicht einen Cobblestone-Generator bauen. Hahaha. Komm, euch nehmen wir auch direkt mit hier. Ach, Kuh, ey. Erschreckt mich doch nicht so. Oh. Mittlerweile ja ganz schön weiß hier. Nice. So, wo bauen wir uns denn jetzt den Cobblestone-Generator? Ich würde sagen, wir bauen. Du kommst weg hier. Der Baum nervt. So. So. Dann. Ach Gott. Dann werde ich im Off wohl mal ein wenig. Nee, da soll ja Wasser rein. Werde ich im Off wohl mal ein wenig. Genau, Stein farmen. Stein und Sand farmen. Und damit
wir jede Menge Clay kriegen, damit wir dann den Coke aufbauen können, damit wir daraus dann das Treated Wood machen können, damit wir daraus dann die Windmühle machen können, damit wir endlich Strom haben. Weil mit dem Strom können wir dann nämlich auch ein autonomes Activator machen, womit wir dann den Cobblestone-Generator automatisieren können und so weiter und so fort. Damit wir endlich so eine kleine Automatisation haben und damit dann auch endlich vernünftig voranschreiten können. Genau, eine Axt brauche ich. Eine Axt. Cobblestone. So. Stick. Habe ich hier noch? Komm, dann nehm ich jetzt einfach mal eben da den Stick weg. Mann. So. Das noch eben abbauen hier. Und die Folge geht schon wieder viel zu lang. So. Das ist schade. Ich schaffe leider nicht so viel in einer Folge. So. Und ich glaube, wir machen das lieber so. Ich glaube, das ist besser so. So. Dann brauche ich jetzt noch einen Lava-Eimer. Den machen wir mal hier hin. Und den machen wir mal hier hin. Ist das so richtig? Nee, eigentlich nicht, oder? Stone Picker. Genau, so sollte es eigentlich sein. Ja, so ist richtig. So. Und dann, damit dann nichts passieren kann. Nee, kein Oakwood Plank, das wäre semi-optimal. So, eins Cobblestone Slab, den wir da drüber basteln. So. Dann kann mit der Lava nämlich auch schon mal nichts mehr passieren. Wunderbar. Hier könnte eigentlich schon mal Wasser rein. So. Hallo? Wieso? Was ist das denn für ein Blödsinn? Wieso ist denn hier schon Kompostmaterial drin? So. Totaler Blödsinn. So, und dann, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios.